Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Putengeschnetzeltes mit Kräuterseitling Gyros Art zeigen. Und zwar wieder mal in der Active Fry. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für mein Putengeschnetzeltes mit Kräuterseitling Gyros Art. Und zwar brauchen wir natürlich Pute. Ich habe hier die Pute ausnahmsweise mal schon fertig gekauft als Puten-Gulasch. Oh, bin ich nicht so begeistert von, muss ich sagen. Ist ein bisschen groß. Ich habe es ein bisschen nachgeschnitten. Nächstes Mal schneide ich es wieder selber und ist auch in Würfeln. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr Würfel oder kleine Streifen haben wollt. Dann gebe ich dazu heute mal nicht Champignons wie üblich, sondern Kräuterseitlinge. Die Kräuterseitlinge sind deutlich fester, ich habe es glaube ich schon mal gesagt in einem Video, deutlich fester als Champignons und schmecken ja so ein bisschen steinpilzartig, also sehr fein. Der Riesenunterschied zu Champignons ist aber vor allem, die Kräuterseitlinge bleiben fest, die lassen bei weitem nicht so viel Wasser wie die Champignons, wenn man sie in die Pfanne tut, wenn man sie anbrät. Also sie haben einen wundervollen festen Geschmack noch und passen deshalb auch gut zu Pute, die ja auch ein bisschen fester ist als Hähnchen, habe ich ganz bewusst so genommen. Ja, was brauchen wir noch? Bei mir kommt noch ein bisschen Rucola rein, so eine Handvoll. Genaue Angaben wie immer in der Infobox mit dem Rezept. Dann brauchen wir für Gyros Art natürlich Gyros Gewürz. Ich habe hier jetzt ein fertiges Gyros Gewürz genommen von Ankerkraut. Das habe ich schon mal getestet, das ist ganz lecker. Natürlich könnt ihr Gyros Gewürz auch selber machen. Ich finde, das lohnt sich nicht bei der Menge der Zutaten, die man dafür braucht. Aber das mag dann jeder selber entscheiden. Dann brauchen wir weiterhin noch eine Gemüsezwiebel. Die werde ich gleich noch in kleine Spalten schneiden, nachdem ich sie gepellt habe. Außerdem brauchen wir für die Soße noch verschiedene Zutaten. Wir brauchen Sahne, wir brauchen Milch, wir brauchen Creme Fraiche. Und ich habe jetzt hier genommen einen vollfetten Frischkäse. Ihr könnt auch Schafskäse nehmen. Mit Schafskäse wird es aber etwas würzig, also probiert es aus. Ich heute mal keinen Schafskäse, geht aber auch mit Schafskäse. Ja, hinterher für die Farbe und auch so ein bisschen für die Säure noch für die Soße brauchen wir Tomatenmark. Und zum Einlegen sozusagen, gleich zum Marinieren unserer Pute, brauchen wir außerdem ein bisschen Olivenöl. Und natürlich nach Geschmack Pfeffer und Salz. Und dann haben wir alles angesprochen und dann kann ich loslegen. Und jetzt wollen wir das Ganze irgendwie auch noch auf Gyros trimmen, das heißt ja Gyros Art. Ganz einfach, ich nehme jetzt hier meine Pute und gebe die in eine verschließbare Box hier. So, und dann gebe ich auch meine Zwiebeln in die Box und die zerpflücke ich jetzt so ein bisschen, damit die dünnen Spalten hier nachher im Fleisch sind, man nicht so dicke Stücke hat. Und die auch besser durchziehen können, nachher auch besser durchbraten. Also einfach so ein bisschen mit den Fingern zerbröseln. Mischen zunächst mal die Zwiebeln so ein bisschen durch. Kleinern die hier auch noch. Denn jetzt geben wir einfach nur noch das Olivenöl dazu. Das ist nicht sehr viel. Das waren so 3-4 Esslöffel, die ich hier genommen habe. Also ist jetzt wirklich nicht sehr fettig. Mischen schon mal so ein bisschen und dann geben wir unser Gyros-Gewürz dazu. So. Und dann gebe ich jetzt diesmal auch gleich das Tomatenmark dazu, denn das löst sich nachher in der Active Fry in der Soße sonst nicht so toll auf. Habe ich schon ausprobiert. Also ich empfehle euch es jetzt schon dazu zu geben. Und wenn ihr jetzt richtig Zeit habt, dann lasst ihr die ganze Mischung eine Nacht lang im Kühlschrank stehen. Und es macht wirklich einen Unterschied. So nach einer Nacht ist dann auch wirklich das Gyros-Gewürz richtig toll durchgezogen. Man riecht das auch dann, wenn man die Box aufmacht. Aber wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann reicht auch 1 bis 2 Stunden. Also eine Stunde sollte schon sein. 2 Stunden sind dann besser. So viel erstmal hier zu meiner Mischung.
So, und jetzt seht ihr hier, so sieht eben mein fertig angemischtes Geflügel-Gyros hier, Puten-Gyros aus mit den Zwiebeln, dem Olivenöl und den Gewürzen und dem bisschen Tomatenmark. Und das Ganze stelle ich jetzt, wie gesagt, wenn es geht, 2 Stunden in den Kühlschrank. Und danach sehen wir uns an der Actifry wieder. So, die Actifry ist aufgebaut. Ich hatte ja gesagt, heute machen wir das Ganze mal wieder in der Actifry. Die ist natürlich immer perfekt für Rezepte, wo gerührt werden muss, wo man nicht daneben stehen muss. Und die macht das wirklich gut. Natürlich könnt ihr das ganze Rezept auch in der Pfanne machen. Dann bratet ihr eben erst das Fleisch in der Pfanne an und gebt dann die anderen Zutaten hinzu. Müsst natürlich dann ständig daneben stehen bleiben. Also mit der Actifry ist das schon wirklich eine tolle Sache. Also, Actifry ist fertig. Jetzt gebe ich das Fleisch mit den Zwiebeln hier mit der Marinade in die Actifry und das Ganze wird dann 15 Minuten in der Actifry zunächst mal angebraten. Wer jetzt Bedenken hat wegen der Gewürze und wegen der Zwiebeln, dass es verbrennen könnte, die Actifry macht nur 150 Grad maximal, also ich glaube, das ist nicht wirklich ein Problem. Also geben wir mal zunächst das Fleisch jetzt hier in die Actifry, verteilen es so ein bisschen. Ach, der Geruch ist schon wirklich herrlich. Ihr seht, die Zwiebeln sind auch schon ein bisschen weich geworden. In dem Gyros-Gewürz ist ja auch ein bisschen Salz drin. Das holt dann auch so ein bisschen das Wasser aus den Zwiebeln. Also das reicht dann auch. Und jetzt brate ich das Ganze in der Actifry 15 Minuten an und dann kommt der nächste Gang. Auf geht's. 15 und los geht's. So, Viertelstunde ist um und ihr seht, das Fleisch sieht schon sehr lecker aus. Deswegen gebe ich jetzt im nächsten Schritt die Pilze dazu. Und wie gesagt, die Kräutersaitlinge ziehen nicht so viel Wasser wie Champignons. Man hätte es vielleicht bei den Kräutersaitlingen auch gleich von Anfang an mit den Kräutersaitlingen machen können. Habe ich noch nie ausprobiert, mache ich vielleicht das nächste Mal. Jetzt mache ich das mal wie bisher auch mit Champignons. Das heißt, ich habe jetzt die Kräutersaitlinge reingegeben. Hier kein weiteres Öl, brauchen wir meines Erachtens nicht. Und lasse das Ganze jetzt nochmal 10 Minuten mit den Pilzen durcharbeiten. Und dann schauen wir mal. Also 10 Minuten und los geht's. So, die nächsten 10 Minuten sind um. Ah, das riecht schon ganz wundervoll. Und ihr seht jetzt hier auch, die Pilze haben jetzt hier schon wundervoll Farbe angenommen und schwitzen auch so ein bisschen, aber sind eben nicht matschig, was bei denen sowieso nicht der Fall ist. Das ist genau richtig, ne? Homogene Farbe hier. Und jetzt können wir die anderen Zutaten hinzugeben. So, jetzt gebe ich zunächst meine Sahne dazu. Milch, den Frischkäse, und Creme Fraiche als letztes. So, das Ganze verteile ich jetzt noch ein bisschen. Jetzt gebe ich auch den Rucola hinzu. Rucola ist ja ziemlich robust. Ihr könnt jetzt ruhig noch mal so 10 Minuten mitkochen. Das macht nichts. Wenn euch das zu lange ist, dann wartet ihr noch mal 5 Minuten zwischendurch und gebt den Rucola erst 5 Minuten vor Ende hinein. Und ihr seht jetzt schon, das ist eine relativ feste Masse im Moment jetzt noch. Aber das wird gleich besser. Und ich mache jetzt zu, 10 Minuten nochmal, ein letztes Mal und gucke aber zwischendurch rein. Und wenn euch das Ganze zu dick ist, dann gießt ihr einfach noch ein bisschen Milch an. Das ist überhaupt kein Problem, je nachdem, welche Konsistenz ihr haben wollt, ob ihr nachher noch Nudeln dazu esst oder Reis. Wir essen üblicherweise nur Baguette dazu, das reicht uns. Also mag jeder selber entscheiden, wie dick er es gerne haben möchte. Und wir starten erstmal zu den finalen 10 Minuten. Auf geht's. So,
So, mein Putengeschnetzeltes mit Kräuterseitling Gyrosart ist fertig und ich habe es eben schon getestet. Es schmeckt wirklich absolut wunderbar. Also ich habe nichts zu meckern. Die Konsistenz ist genau richtig, richtig schön cremig. Ne, wenn ihr wie wir nur Baguette dazu esst, reicht das völlig aus. Also dickflüssiger brauche ich es nicht, aber dünner muss es auch nicht sein. Es sei denn, ihr nehmt Reis dazu oder Nudeln, dann müsst ihr ein bisschen mehr Flüssigkeit dazugeben. Ich habe jetzt im Rezept noch etwas geändert. Ich habe also jetzt hier 400 Milliliter Milch genommen und nochmal hinterher nachgewürzt mit ein bisschen Gyrosgewürz. Habe ich euch aber schon im Rezept unten in der Infobox angepasst. Also schaut es euch an. Ich finde es wirklich ein tolles Rezept. Putengeschnetzeltes mit Kräuterseitlingen, die eben auch noch eine tolle Konsistenz haben hier geschmacklich. Wirklich super. Boah, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.